All right, let's get started. I hope everybody can hear me, also in the last row. That's fine? Okay, good. So I now welcome to the talk, Monitoring with Prometheus. I announced this talk, to be in English. Who in this room would like to hear this talk in English? Raise your hand now. Otherwise, it's going to be in German with English slides. Okay. Okay. Dann willkommen in einer reinen, wahrscheinlich deutschen Runde oder deutschsprachig. Monitoring mit Prometheus. Was habe ich mitgebracht? Ich bin mehr so Entwickler, von daher habe ich so ein bisschen die Entwicklerbrille auf. Wie kann ich denn Monitoring einer Infrastruktur machen? Ich stelle Prometheus vor, was das so kann, wie man es aufsetzt. Und dann schauen wir uns mal an, wie man bestimmte Metriken aus seinem System rausholen kann, wie man die auch schön anzeigen kann auf Dashboards. Wunderbar. Wer dann noch Lust kriegt auf noch viel mehr Prometheus und Grafana Dashboards und noch ganz viele andere Sachen mehr, der kann sich vielleicht schon mal den 24. Juni vormerken. Dann machen wir an einem Samstag einen Monitoring-Retreat hier in Frankfurt. Ein paar Zettel zum Mitnehmen habe ich hier vorne. Fragt mich einfach danach. Genau. Steigen wir ein in die Agenda, Prometheus Manifesto. Ja, so ein echtes Manifest gibt's nicht, aber ja, so ein paar grundlegende Sachen sollte man trotzdem verstehen. Was steckt dahinter? Wir möchten Monitoring machen, das heißt, es gibt irgendwie Hosts und Anwendungen, die wir überwachen wollen, auf denen wir hauptsächlich erstmal Metriken abziehen wollen. Wir wollen Alarmierungen verschicken. Wir wollen ein paar Dashboards damit füllen, wie wir dann später sehen werden mit Grafana. Und naja, das Ganze muss zusammengebracht werden und das Tool für heute ist zumindest mal Prometheus. Wer von euch hat schon mit Nagios zum Beispiel gearbeitet? Ah, okay. Wer hat Nagios geliebt? Das waren die wenigsten. Ja, einige. Aber vielleicht ist heute mal ein paar Sachen anders und es ist am Ende ein Monitoring-System und dahinter ist eine Time-Series-Datenbank. Das heißt, alle Metriken, die ich dort auslese, sind in einer Datenbank abgelegt, einer NoSQL-Datenbank, also eine ganz moderne Sache. Mal wieder eine Datenbank, die nicht SQL kann. Und hat so ein paar Eigenarten, dieses Prometheus. Sie wollen nicht alles können, aber das, was sie können, das wollen sie richtig gut können. Und man kann es eben nutzen für Instrumentierung von Anwendungen, dass ich dort eben Metriken rausziehen kann. Und aus meiner Infrastruktur, ich kann die dann eben einsammeln, ich kann sie aufbewahren, die ganzen Metriken, ich kann sie abfragen, kann Alarmierungen damit auslösen, ich kann mit Dashboards damit füllen, kann auch so Trendberechnungen machen. Ja, ist doch eigentlich alles, oder? Was man so machen möchte. Vielleicht noch ein paar andere Sachen. Vielleicht so ein Manifest ist ja immer, was mag ich gerne, was möchte ich haben, was kann ich, unterstütze ich. Im Gegensatz zu anderen Sachen, da gibt es so ein Manifest, wo man immer auf der einen Seite das schreibt, was ich unterstützen möchte, auf der anderen Seite, was ich eben nicht machen möchte. Also Prometheus kann ganz besonders gut Operational Systems Monitoring. Das heißt, ich habe Systeme laufen und ich möchte eigentlich immer dann benachrichtigt werden, wenn irgendwas nicht klappt. Das klappt auch gut in der Cloud, wie wir später sehen werden. Aber was es eben nicht gut kann, wenn man Log-Dateien kann man da nicht hinschieben. Man kann da kein SLR-Reporting so wirklich mitmachen oder vielleicht noch Abrechnungsdaten drüber laufen lassen. Dann sollte man was anderes nehmen. Einfach sozusagen die richtige Alarmierung rausschicken, schöne Metriken in Dashboards packen. Das ganze Storage ist sehr einfach gehalten. So ein Storage über ein paar Wochen oder auch viele Wochen ist okay. Wird am Ende alles lokal gehalten, um es auch schön einfach zu haben. So wirklich horizontales Clustering von Storage. Multi-Tenancy ist auch nicht mit drin. Sollte man auch vorher wissen, passt vielleicht nicht für jeden, aber ist dafür wunderbar schnell eingerichtet und wunderbar zuverlässig. Die ganze Konfiguration packe ich in Konfigurationsdateien. Ein Web-UI gibt es auch, um ein paar Sachen zu durchsuchen, aber nicht, um es zu konfigurieren. Mir passt das. Und sowas wie ein User-Management habe ich auch nicht. Müsste ich vielleicht einen Reverse-Proxy davor schalten mit irgendwo in einer Basic-Authentifizierung oder Client-Zertifikaten, was ich eben haben möchte, aber so etwas bringt Prometheus nicht mit. Außerdem gehe ich eben her und hole mir von meinen Prozessen die ganzen Daten ab, per Pull-Prinzip.
Machen andere vielleicht über Pushprint, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um am Ende an die ganzen Metriken dran zu kommen. Prometheus sagt, Pullen von Daten, also ich frage jeden einzelnen Prozess an und das holen wir von dort die Daten. So möchten wir das machen im Prometheus-Universum und nicht anders. Und dann können wir eben auch diese ganzen Rohdaten besser verarbeiten. Ich kann solche NoSQL-Queries machen, ich kann die Daten so ein bisschen überarbeiten, ein paar Dimensionen hinzufügen. Und alles in der Welt ist bei Prometheus ein Float 64, also eine Fließkommazahl, in der ich erstmal eine Zahl reinpacken kann. Also wie viele Threads habe ich, ist ein Float 64. Wie viele CPUs habe ich, ist ein Float 64. Aber wie viele Bytes RAM habe ich, ist immer ein Float 64. Alles schön multidimensional. Ja, sowas wie Point-and-Click-Konfiguration werden wir nicht sehen. So ein Datensilo, wo ich Daten reinpacke, wo ich sie nicht wieder rauskriege, gibt es auch nicht. Und so richtig komplexe Datentypen gibt es auch nicht. Ja, Float 64 ist toll. Genau. Ja, genug vom Manifesto. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen reingucken, wie man es dann am Ende wirklich macht. Wie setzt sich sowas auf? Prometheus, wie gesagt, in der Mitte. Im einfachsten Fall habe ich wahrscheinlich zwei Prozesse laufen, ein Binary, ein Go-Binary, Prometheus. Eine Datei kopiere ich dahin, starte sie, fertig ist mein Monitoring-System. Und wenn ich dann noch sagen möchte, ich möchte Alerting absetzen, dann starte ich noch einen Alert-Manager auf der gleichen Maschine, auf einer anderen Maschine. Und mehr brauche ich da erstmal nicht. Zwei Go-Binaries, zwei, drei Konfigurationsdateien, fertig. Und ich brauche ein bisschen RAM, um die ganze Datenbank schön performant zu gestalten, sollte das Ding auch genügend RAM haben. Um die Daten dann abzuholen, brauche ich dann Exporter. Da sind die Metriken drin, dort fragt Prometheus jeweils ab, auf dem Node, wie viele CPUs habe ich denn da, wie sind die ausgelastet. Das möchte ich mir eben angucken, sei es jetzt auf Host-Ebene, oder ich möchte, wenn ich Container laufen lasse, wie Docker-Container, möchte ich eben wissen, wie viel CPU verteilt sie auf welchen Container, wie viel RAM brauchen die jeweils. Ich möchte vielleicht ein Monitoring machen von meinen Prozessen, indem ich gucke, antworten sie auf einem HTTP-Port, dann habe ich einen Blackbox-Exporter, dem ich hinterlege, wie meine Anwendungen reagieren müssten und der sagt mir dann, wie schnell sie reagiert haben und ob sie richtig reagiert haben. Oder ich baue eben in meine Anwendung selber Metriken ein, die ich nach draußen geben möchte. Zum Beispiel Java habe ich heute mitgebracht, weil ich da ja im Job einiges mitmache, ein Simple Client. Da kann man eben auch Metriken aus Java, sei es jetzt technische Metriken oder fachliche Metriken, abgreifen. Dann Alerts, die ich rausschicke, kann ich Richtung PagerDuty schicken, per E-Mail rausschicken, per Slack, je nachdem, was ich da gerne haben möchte. Wenn ich möchte, auch alles zusammen. Und Grafana für meine Dashboards. Jetzt muss ich noch irgendwo sagen, wenn Prometheus hergehen soll und diese ganzen verschiedenen blauen Boxen auf der linken Seite finden soll, dann kann ich im einfachsten Fall hergehen und eine Konfigurationsdatei schreiben. Habe ich schon am Anfang gesagt, Konfigurationsdateien, das sind der Weg, um Sachen Prometheus mitzuteilen. Aber gerade wenn ich jetzt im Cloud-Umfeld unterwegs bin und sei es jetzt mit Kubernetes unterwegs bin oder Konsul, was auch immer ich gebaut habe, um Service Discovery zu machen, um meine Nodes zu verwalten, kann eben Prometheus sich diese ganze Information, die ich vielleicht bei einem anderen Monitoring-System mühsam da irgendwie reinkriegen muss, Prometheus dort auslesen lassen. Und gerade wenn ich jetzt in einem Kubernetes-Umfeld bin, dann jeden Container, den ich dort starte und monitoren möchte, da mache ich zwei Label dran, unter welcher URL ich meine Metriken habe, unter welchem Port die erreichbar sind. Und dann weiß Prometheus automatisch, ja, das muss ich monitoren, da hole ich mir alle Metriken ab. Und ganz nebenbei, schon mal als Vorgriff, Kubernetes ist vollständig vorbereitet für Prometheus. Es passt alles zu der Cloud Native Foundation zusammen und Prometheus ist sozusagen das Monitoring-System für Kubernetes, dass ich dort alle Komponenten, die ich in meiner Pass dort habe, dort einfach mit monitoren kann. Aber gut, das geht schon fast wieder zu weit. Erstmal gucken, wie es überhaupt funktioniert. Genau, ich muss eine Konfiguration konfigurieren und die allereinfachste Konfiguration ist eben, kein Service Discovery zu machen, kein Node Discovery zu machen. Ich gehe einfach her und sage, naja, ich definiere einen Job. Scraping ist dann das, ich frage irgendwo an und hole mir Metriken ab. Und
sage, ich gebe dem Job einen Namen, der soll alle 5 Sekunden ausgeführt werden und sage dann hier, irgendeine IP-Adresse, irgendeinen Port, dort hole ich mir die Daten ab. Im einfachsten Fall ist das dann HTTP und komplett unverschlüsselt. Ich kann aber auch Client-Zertifikate nutzen, um das Ganze dann sicher zu machen. Wenn ich so etwas aufrufe, wie sieht das dann aus? Dann kriege ich erstmal eine große, ich sag mal, Textwüste zurückgeliefert. Ich kriege eine Textwüste zurückgeliefert, in der die Metrik, in diesem Fall Node-CPU, erklärt ist. Das sind die Seconds that CPUs spend in each mode vom Typ Counter. Das heißt, da werden die Sekunden gezählt, die eine CPU an einem bestimmten Zustand verbringt. Und da sieht man, die CPU war jetzt hier 4533,86 Sekunden idle, die CPU 0. Das Ganze kriege ich nochmal für die CPU 1. Die war fast genauso lange idle. Wie gesagt, die Node-CPU ist die Metrik und die beiden anderen Sachen, die CPU und die Mode, das sind die beiden zusätzlichen Dimensionen, die ich für jede Metrik da dran kriege. Und auf die Art und Weise, ich habe das auch mal mitgebracht, eine lauffähige Umgebung. Das ist jetzt der Node-Exporter. Der zeigt mir jetzt alle Metriken, die für diesen einen Node, was in diesem Fall ein Synonym für den Host ist, an. Das ist ein bisschen klein. Einmal über sich selber, weil so ein Node-Exporter ist auch in Go geschrieben, von daher sind da jede Menge Go-Statistiken mit drin. Und ja, Node-CPU, Node-Disk, wie viele Daten gelesen wurden, wie viele geschrieben werden. Also Sachen, Filesystem, wie viel frei ist, wie die heißen, welche Mount Points das sind. Und Prometheus holt sich alle diese Metriken in einem Rutsch ab, komplett, und speichert sie sich in seine lokale Timeservice-Datenbank rein. Das heißt, ich muss nie mehr irgendwo hergehen und sagen, was möchte ich jetzt genau haben. Ich kriege eigentlich standardmäßig immer alles. Und kann dann eben meine Dashboards bauen und auswerten, was da so drin steht. Wenn einem das irgendwann zu viel wird, kann man sagen, okay, ich schränke sie eben ein. Ich möchte nur manche sehen, weil ich meine Datenbank vielleicht nicht überladen möchte. Aber ich kriege erstmal sehr, sehr viele Rohdaten, die ich dann eben so aggregieren kann im Prometheus, wie ich es gerne haben möchte für meine Alarmierungen oder einfach nur Dashboards, die ich machen möchte. Jetzt haben wir also, in dem vorherigen Beispiel hatte ich hier die letzte Zeile genommen, das waren die Sekunden, die die CPU 1 im Mode User war, 576,91 Sekunden seit Start des Systems, wird immer dann erst zurückgesetzt, wenn das System neu gestartet wird, zählt also immer nur nach oben. Und das ist die eigentliche Metrik und da habe ich eben diese drei Dimensionen dran. CPU und Mode hatten wir eben schon gehabt. Und auch der Name der Metrik ist auch eine Dimension. Hat halt einen besonderen Namen. Kann man mit underscore, underscore name eben dort entsprechend ansprechen, auch in den entsprechenden Abfragen, die wir gleich sehen werden. Und zusätzlich habe ich, ja, die Metriken, die ich dort auslese, wissen eigentlich gar nicht, von welchem Host sie kommen. Das sind Informationen, die dann Prometheus mit dazu gibt. Also mit welchem Job habe ich sie ausgelesen? Den hatten wir vorhin in der Konfigurationsdatei gehabt. Und auch aus welcher Instanz habe ich das ausgelesen. Ja. Das ist in diesem Fall hier die IP-Adresse und die Portnummer. Wenn ich es eben nicht in der Konfigurationsdatei hätte, sondern über Konsul oder Kubernetes oder wie auch immer ausgelesen hätte, würden eben diese Informationen automatisch dazugefüttert werden. Wo habe ich es denn her ausgelesen? Ja, und das habe ich alles in meiner Datenbank. Und dann können wir in den nächsten Schritten mal gucken, was wir damit alles anstellen können. Man kann mich dann mit diesen Metriken auch rechnen. Wie gesagt, Node-CPU, Sekunden, die die CPU in einem Modus war, vom Typ Counter, erzählt also immer hoch. Und jedes Mal, wenn ich ihn abfrage, ist es halt ein bisschen mehr geworden. Von daher ist es auch gut, dass ich mal wenn ich mal nicht abfrage, kann ich mir dann überlegen, was denn dazwischendurch passiert. Ich verliere keine echten Werte dadurch, vielleicht nur ein bisschen Granularität. Und wenn ich jetzt wissen möchte, ja, wie viel Prozent meine CPU waren denn jetzt eigentlich benutzt pro Core,
dann kann ich eben anfangen, mit diesen Sachen zu rechnen. Ich kann sagen, naja, ich habe erstmal die Rate, ich gehe hier, also erstmal meine Metrik, Node CPU, ich filtere auf den Mode Idle, gehe dann her und kann eine Funktion drauf anwenden, die Rate, die Veränderung über eine gewisse Zeit, über den die Veränderung pro Sekunde im Intervall von 5 Minuten und das Inverse davon sind dann eben 0,01 für 10% genutzter CPU-Kern in diesem betrachteten Zeitraum, zwei Missions, Punkt. Genau. Ja, und solche Sachen muss ich echt hinschreiben. Das ist nichts, was ich irgendwie konfiguriere in der GUI, aber ich schreibe es halt echt hin. Was mir aber auch eine tolle Mächtigkeit gibt, um da Sachen genauso abzufragen, wie ich es in meinen Dashboards haben möchte, dass ich eben auch zwischen verschiedenen Systemen Sachen vergleichen kann, verschiedene Nodes, wo ist es mehr ausgelastet, wo ist es weniger ausgelastet. Genau, jetzt habe ich jetzt Percentage of CPU used für einen einzelnen Core. Ich sage, naja, also vielleicht doch lieber auf Systemebene. Dann kann ich jetzt sagen, naja, ich summiere das jetzt auf. Ich kann jetzt sagen, Average by Instance, also das war ja auch eine Dimension, die ich da hatte, Instance, und kann jetzt sagen, den Durchschnittswert für eine Instanz, der, wie ist denn der Durchschnitts, die durchschnittliche Auslastung der CPUs, Kerne einer Instanz. So, das kann ich dann also auch Datencenter machen, je nachdem, welche Labels ich noch dazu packe. Ja. Und so kann ich dann anfangen, meine ersten Dashboards zu bauen. Gibt es Fragen dazu? Fragen gerne zwischendurch. Am Ende ist vielleicht auch noch Zeit, aber zwischendurch gibt es auf alle Fälle Antworten. Aber jetzt mal ein paar bunte Grafiken. Ja, so ein Node-Exporter, hatten wir schon mal gesehen, ich setze mich mal zwischendurch. Fangen wir mit einer hoffentlich einfachen Variable an, Node-Free-File-System. Wenn ich jetzt in die GUI gehe von Prometheus, kann ich diese Metrik abfragen und dann werde ich erstmal erschlagen mit allen möglichen. Ich habe jetzt nur ein einziges System angefragt, auf dem ein paar Docker-Container laufen und boah, so genau wollte ich eigentlich noch nie wissen, dass ich für jeden irgendwie jedes gemountete Docker-Device irgendwie weiß, wie viel Platz da gerade frei ist. Aber ich habe es halt bald genau. Wunderbar. Ich kann jetzt auch hergehen und sagen, naja, ich kann mir dann meinen Graphen angucken, da bewegt sich relativ wenig in der Zeit. Aber ich kann dann eben sagen, ich habe jetzt schon mal ein paar Abfragen vorbereitet. Habe ich die hier auch drin? Habe ich hier nicht drin? Das ist schade. Ich kann jetzt anfangen, meine ganzen Filter hier anzuwenden und sage, wer noch was lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich kann nur sagen, ich interessiere mich für bestimmte Filesystemtypen, die ich hier mit einem regulären Ausdruck abfrage. Und bestimmte Device-Mapper-Sachen möchte ich hier ausschließen, sodass ich hier nur noch meine wichtigsten 5 Dateisysteme irgendwie reinkriege. Und kriege jetzt eben hier entsprechende Werte abgefragt. Ja. Alles schön in der Datenbank zum Abfragen. Passt. Wenn ich dann hergehe und sage, naja, Graphen, ja, gerade bei Dateisystemen tut sich ein bisschen wenig. Ich glaube, es wird mal Zeit, zum nächsten zu gehen. Also CPU, da sieht man dann doch ein bisschen mehr Bewegung. Dann gehe ich mal her und sage, naja, gut, prozentuale, ja, ich kann jetzt meinetwegen auch die File System Free geteilen durch die File System Size. Dann kann ich mir hier Prozente ausrechnen. Und dann habe ich hier meine Prozente. 0, also 20% frei, 40% frei, 60% frei, 80% frei. Kann ich mir überlagern, kann ich mir dann verschiedene Nodes zusammenfassen. Das klappt schon mal.
Wer von euch lässt Container laufen? Ja, das sind ein paar im Raum. Da gibt's SeaAdvisor, hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere genutzt. SeaAdvisor bringt eine eigene Web-Oberfläche mit, um zu gucken, wie sich die Container gerade verhalten, die auf einem bestimmten Host gerade laufen. SeaAdvisor hat aber auch eine fertige Metrics-URL für Prometheus. Da kann ich mir diese Metriken, so wie ich sie brauche, einmal komplett runterziehen. Das heißt, ich war jetzt hier SeaAdvisor Metrics. Das sieht dann quasi genauso aus. Also das, was man immer sonst als Web-Oberfläche gesehen hat, sieht man hier, welcher Container denn jetzt wie viel CPU braucht, auf Container runtergebrochen, wie viel Platten da jeweils frei sind, wie viel RAM die jeweils brauchen. Schon mal ganz praktisch. Was ich dann sagen kann, naja, Container Memory Usage in Bytes, für alle Container, die einen Namen haben und die echte Docker-Container sind. Und die kann ich mir dann hier anzeigen und dann sehe ich hier, da ändern sich ab und zu mal die RAMs. Genau. Diese Ausdrücke, die ich hier habe, also was man jetzt hier sieht, ist die Konsole, die Webkonsole von Prometheus. Da kann ich Daten abfragen aus der Datenbank. Ich kann auch gucken, wie, ob meine ganzen Konfigurationen, die ich, kann ich hier einsehen. Und ich kann auch gucken, ob die ganzen Scrapings richtig funktionieren. Also meine Targets. Hier werden überall Daten abgeholt. Das funktioniert. Ist alles schön grün, das funktioniert, das ist gut. Aber wenn ich dann eben ein paar schöne Graphen machen möchte, kann ich mir Grafana nehmen und sagen, okay, Free Disk Space hatten wir eben gesehen, oder Percentage Free Disk Space. Ich gehe hier rein, kann das bearbeiten und sagen, naja, meine Abfrage, die ich hier hatte, kann ich hier entsprechend eingeben, sagen, okay, alle meine Dateisysteme, die da irgendwo existieren, die nicht irgendwie Docker-Dateisysteme sind, ich kann mir Metriken hier, naja, abfragen, wenn ich das möchte. Ich kann die Legende entsprechend formatieren, ich kann irgendeine Dimension, die ich dort habe, als Formatierung für die Legende nehmen. Hier habe ich jetzt den Mount-Punkt genommen für das entsprechende Dateisystem und habe jetzt meine Percentage Free Disk Space. Ich kann die entsprechend umsetzen, umrechnen und dann bin ich schon mal relativ glücklich, was meinen freien Speicherplatz angeht. CPU pro Container. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ist auch wieder eine Variable, also eine Metrik, um genau zu sein, die ich hier nehme. Container CPU Usage Seconds Total, auch das zählt immer wieder nach oben, mein Counter. Und dann nehme ich die Rate über einen 30-Sekunden-Intervall. Oder wenn ich wirklich nur zwei Messpunkte miteinander vergleichen möchte, den mit dem vorherigen, nehme ich iRate an der Stelle. Dann wird wirklich nicht das Intervall gemessen, sondern wirklich von einem Punkt zum nächsten Abfragepunkt. Dann springt es ein bisschen mehr, aber dafür kriege ich halt vielleicht ein bisschen zackeligere Graphen, aber ich sehe genau, was da gerade passiert. Und ich kann eben auch die CPU pro Container zusammenzufassen. Wie viel wird da wirklich verwendet über die verschiedenen Cores hinweg? Dass ich da wieder eine Summe bilde. Sum by Instance and Name. Den habe ich hier auch vorbereitet. Ich möchte also für jeden Docker-Container, der pro Docker-Container und Node, auf dem irgendetwas läuft, das zusammenfassen. Das kann ich entweder in der Webkonsole machen von Prometheus, dann sehe ich es eben hier in den entsprechenden Floats, die hier hinterlegt sind, oder ich gehe eben in meinen Grafana und trage das dort ein, gehe wieder zurück zu meinem Dashboard und sehe meinen RAM Usage pro Container an der Stelle. In diesem Fall auch pro Node, aber ich kann jetzt also über alle meine Nodes die CPU zusammenfassen, wie oft habe ich meinen Container gestartet, egal wo, kann ich da wunderbar aufaddieren, wie viel Gesamt-CPU-Zeit ich jetzt in meinem Cluster dafür habe. RAM-Usage und CPU-Usage, da war ich gerade gesprungen. Genau. Das heißt, ich installiere erstmal ein Go-Binary Prometheus, um ein Monitoring zu machen. Installiere dann, zielweise habe ich vielleicht eh schon, um meine Container zu überwachen. Da kann ich die Metriken direkt abgreifen. Ich installiere noch ein weiteres Go-Binary auf jeden meiner Nodes, um noch ein paar Basismetriken des Hosts abzugreifen. Und dann fange ich an, über mein Grafana Dashboards zu bauen.
Und wenn ich sage, ich möchte dann noch benachrichtigen, Alerts rausschicken, dann installiere ich noch ein weiteres Core-Binary und lege eine Konfiguration hin und sage, wohin denn die Alerts geschrieben werden sollen, vielleicht eine API-Key für Slack und dann werden die rausgeschickt. Eine Frage? Also die Frage war, ich wiederhole die Fragen gerne, wo die Metriken und wo die Graphen hier generiert werden. Das Ganze, die Abfrage schickt Grafana zu Prometheus, dort wird die ganze Auswertung gemacht und die Auswertung wird dann quasi in diesem Fall, habe ich es eingestellt, 5 Sekunden abgefragt vom Browser zu Grafana. Grafana fragt bei Prometheus an, Prometheus berechnet das, die Daten und schickt die wieder zurück. Visualisierung der Daten erfolgt dann im Browser. Genau, die Visualisierung erfolgt im Browser, aber die Datenauswertung und die Aggregation passiert in Prometheus. Leichte Reste einer Erkältung, aber ich hoffe, es geht noch. Hälfte der Zeit habe ich geschafft. Okay. Jetzt kann ich von außen meine Anwendung angucken. Ich bin Java-Entwickler und wenn man halt von außen sich so einen Java-Prozess anguckt, kann man immer relativ schlecht was rauslesen. Was macht er eigentlich gerade? Er braucht CPU, er braucht RAM, aber viel mehr sieht man da nicht. Man muss schon ein bisschen mehr reingucken, um zu gucken, für die CPU jetzt gerade für Garbage Collection verbraucht und wie teilt sich das RAM eigentlich auch? Ist es irgendwie Heapspace? Wird da irgendwie nur Java-Code reingeladen? Und bevor ich sowas machen kann, muss ich eben jetzt, es gibt immer mindestens 2 Möglichkeiten. Man kann einmal JMX anbinden, nach Prometheus. Was aber in meinen Augen ein bisschen besser funktioniert, ist dieser Java Simple Client. Ich kann eine weitere Java-Bibliothek dazu nehmen. Ich kann ein Servlet, ich kann einen REST-Endpunkt anbieten in meiner Anwendung, der dann genau die gleichen Metriken bietet wie mein C-Advisor, also zusätzlich zu C-Advisor und zusätzlich zum Node-Exporter, der eben dann zum Beispiel sagt, wie verhält sich meine Java Virtual Machine gerade? Wofür braucht denn die das RAM? Wofür braucht denn die CPU? Wie viele Threads hat sie gerade laufen? Ja. Dass ich dann eben mir meine RAM, meine CPU entsprechend runterbrechen kann. Ich kann ja also einen Graphen machen, der mir sagt, naja, für einen laufenden Container, wie viel CPU-Anteile brauche ich denn für die Garbage Collection? Wie viel ist also quasi nur so ein bisschen heiße Luft und wie viel CPU geht echt für die entsprechende Metrik berechnen, für die eigentliche fachliche Logik drauf? Kann ich genauso meine Formeln bauen, kann da meine Graphen bauen und damit sich der Graph auch mal bewegt, habe ich mal einen kleinen Mini-Load-Test dabei. Das gute alte AB. Gehe ich mal ein bisschen Last drauf. Und bis jetzt hat sich die Garbage Collection ziemlich gelangweilt und jetzt hat sie ein bisschen was zu tun. Ich sehe aber, die ist immer noch bei 3%, bei 4%, 5%. Dass die Java Heap Usage, die geht so ein bisschen hoch und runter, wie wir gleich sehen werden. Geht vielleicht sogar ein bisschen zu schnell hoch und runter, das sieht man gar nicht mehr hier. Aber zumindest diese schöne Sägezahnbewegung, die man vorher gesehen hat. Hier hat man gesehen, alle paar Sekunden gab es mal eine Garbage Collection, da ist sie wieder nach unten gegangen. Jetzt muss sie ein bisschen häufiger feuern. Sozusagen dieser Sägezahn passt genau zu der Garbage Collection hier unten, die wir hatten. Jetzt ist sie ein bisschen mehr beschäftigt. Jetzt tut sie auch was. Also ich nehme also eine Bibliothek dazu. Ich bin dann gerne mal so im Spring Boot Umfeld dazu unterwegs. Man sagt dann eine neue Bibliothek dazu. Ich initialisiere die beim Start meiner Anwendung. Sagt ihr unter welchem Endpunkt, welcher URL sie erreichbar sein soll. Dann kriege ich meine ganzen Metriken daraus. Und die Metriken sehen dann auch nicht viel anders aus, als wir das eben schon gesehen haben. Auch da wieder, ich habe so ein bisschen Hilfe, den Typ, was es ist, ob es nur eine Wasserstandsanzeige ist, ein Gosh, oder ob es wieder ein Counter ist. Ja, und da habe ich ganz viele Informationen, viel, viel mehr, als ich jemals wissen wollte, über meine Java Virtual Machine, da kann ich reingucken. Wunderbar. Und das gibt es am Ende aber auch für jede andere Programmiersprache. Ja, und dann kann ich dann eben gucken, wie sich das Ding rein technisch verhält. Jetzt kann ich so ein bisschen meine Anwendung reingucken technisch. Ich habe meine Infrastruktur im Monitoring drin.
Aber so richtig fachliche Metriken kriege ich darüber meistens noch gar nicht raus. Wenn ich jetzt sage, naja, eigentlich sollte es ja nicht viel aufwendiger sein, als meinetwegen an der richtigen Stelle eine Zeile Code hinzuzufügen und dann mal Metriken abzugreifen. Fachliche Metriken, wie oft wurde jetzt eine bestimmte fachliche Funktion aufgerufen? Da gibt es eben Job Wizard Metrics, das ist schon eine, ja, ich sag mal, sehr etablierte Java-Bibliothek. In anderen Programmiersprachen wird es andere Bibliotheken geben, die eben Metriken abfangen können und sammeln können. Und die kann ich eben weiterleiten über den Java Simple Client und dann eben weitergeben. Das heißt, ich gehe jetzt eben her und sage, ich mache an meine entsprechenden Java-Klassen, an die passenden Methoden eine weitere Annotation dran, add timed, um dann, ja, ein paar Daten zu sammeln. Das heißt, einmal sage ich ihm, ich möchte überhaupt Metriken sammeln, das mache ich einmal für meine Anwendung. Und dann gehe ich hier und sage, naja, eine weitere Annotation, ich möchte hier Timings auch mitsammeln, ich möchte wissen, wie lange hat das gedauert, wie lange haben, also 75, also Quantile berechnen, 95% aller Anfragen waren schneller als, 75% aller Anfragen waren langsamer als. Und gebe dir noch einen Namen, sodass ich auch später wiederfinde in meinen Statistiken. Und wenn ich jetzt hier gucke, counted, call, example, dann habe ich hier auf einmal ganz, ganz viele zusätzliche Metriken mit drin. Die werden unter der einen URL alle mit ausgeliefert. Die werden automatisch mit dazugepackt. Und da habe ich jetzt so ein 98% Quantil, 75% Quantil ist automatisch mit dabei. Wie oft wurde es aufgerufen? Wie lange hat das jeweils gedauert? Ja. Und kann mir dafür eben auch meine entsprechenden Graphen machen. Und Grafana. Genau. Gut, da wurden die gezählt. Muss ich wahrscheinlich auch nochmal gucken, dass ich dafür was anstarte, damit sich die Graphen auch ein bisschen bewegen. Gut. Na, bewegt sich da noch was? Ah ja, jetzt fängt er an, sich hier ein bisschen zu bewegen. Genau. Aber doch sehr gleichmäßig, was ich hier sehe, wie viel Prozent meiner Anfragen wurde in wie vielen Millisekunden bearbeitet. Auch da habe ich wieder die entsprechende Metrik vielleicht vorher in der GUI ausprobiert und sie dann in Grafana per Copy and Paste hineingetan. Genau. Jetzt habe ich Metriken meiner eigenen Anwendung gesammelt. Es gibt so noch so Circuit Breaker Patterns. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal beschäftigt hat. Hystrix. Ich möchte also dann gucken, wie, ich habe jetzt meine Anwendung gebaut, bin damit glücklich, ich muss aber leider noch ein paar andere Leute anfragen für weitere Informationen. Ich möchte also jeden Aufruf, der aus meiner eigenen Anwendung rausgeht, vermessen, wie oft ist der aufgerufen worden, waren denn da die Perzentile, ich möchte da Timeouts definieren. Und ja, Hystrix gibt's auch schon, hat Netflix irgendwann mal erfunden, kann man eben auch mit einbinden und ich kriege die gleichen Metriken, die ich für Hystrix habe, eben auch mit raus. Ich kriege die Latenzen daraus und die Zähler, wie viele Exceptions aufgetreten sind, ob die Sicherung gerade geflogen ist oder nicht. Das Einzige, was ich dafür mache, ich muss dafür einen weiteren Hystrix Prometheus Metrics Publisher registrieren, nach dem Motto, damit er sich eben einklingt und in dieser einen URL, die ich habe, alles mit ausliefert. Ich habe jetzt mal einen External Call. Den setze ich auch nochmal unter Last an der Stelle. Und ja, dann fangen eben auch an, meine Graphen unter Hystrix sich zu bewegen. Wie viele Aufrufe waren denn da gerade pro Sekunde? Wie war die Latenz? Und kriege dann schöne farbige Balken, die ich da eben auswerten kann, ob ich mich darüber, ja, kann vielleicht auch ein Stück weit Service-Level-Monitoring machen, um mich zumindest mal zu benachrichtigen, wenn ich dann langsamer bin, als ich das gedacht habe. Genau. Wenn man dann noch ein bisschen weiter einsteigt und jetzt vielleicht so ein bisschen den Pfad der standardisierten Metriken, die es jetzt bei Hystrix schon gibt, ein bisschen verlässt und sagt, ich möchte mal eigene Metriken direkt an das Prometheus API liefern, kann man eben so ein Histogramm direkt mit liefern. Und dann wird es sozusagen, ich finde es total cool,
man kann sagen, okay, ich möchte jetzt ein Histogramm liefern mit meiner Latenz. Und jedes Mal, wenn so ein Kommando fertig ist, sage ich ihm halt, okay, ich habe da ein Event und diese Metrik soll jetzt auf diesem Histogramm rufe ich Observe auf und sage ihm dann, wie lange es gedauert hat, wie viele Millisekunden. Und diese Information kann ich dann sehr granular weitergeben an Prometheus, also quasi komplett unaggregiert. Ich kann hergehen und sagen, wo habe ich die jetzt hier? So ein Histogramm wird dann geliefert in Buckets, nach dem Motto, wie viele Aufrufe waren denn schneller als 0,05 Sekunden? Wie viele Aufrufe waren denn schneller als 0,75 Sekunden oder 0,05 Sekunden? Und diese Buckets kriege ich jetzt für jede Instanz meiner Anwendung, die irgendwo läuft. Ja, in dem Umkreis, den ich jetzt über meinen Prometheus Monitor. Und ich kann dann Ausdrücke formulieren, mit denen ich dann hergehe und sage, naja, ich möchte mein Histogramm bilden und wissen, ich möchte jetzt selber nicht in meiner Anwendung, in meiner einen lokalen Anwendung mein 95% Quantil berechnen, sondern über alle meine Nodes mit all den Instanzen meiner Anwendung das 95% Quantil der Antwortzeit berechnen. Und das kann ich mit diesen Rohdaten machen, die in meiner Time-Series-Datenbank drinstehen. Und hier rechne ich jetzt mal die Rate aus über 95, also das 95% Quantil. Ich hoffe, das kann man von hinten noch halbwegs lesen. Für meine Metrik die entsprechende Rate über 5 Minuten und das Ganze gruppiert über diesen Bucket, den ich da habe, den Command Name und die Command Group. Und dann sagt er mir halt, naja, dieses eine Interface Nummer 1 für diesen externen Call ist der Wert eben bei 233 Millisekunden. Ja. Über alle meine Nodes, über alle meine Instanzen der Anwendung. Jo. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich dann in meine Anwendung hineingucken, wie sich die Java Virtual Machine verhält, wie einzelne fachliche Aufrufe sind, wie oft sie aufgerufen werden. Ich kann mir angucken, wie meine Umsysteme, wie schnell sie sind. Wenn dann mal wieder ein Nutzer vorbeikommt und sagt, ist wieder heute so langsam, kann ich sagen, ja, dann muss ich mal gucken, ob wir es selber sind, ob es ein anderer ist, ob die zugelieferten Werte vielleicht so langsam sind. Und dann kann man eben gucken, ja, wie es so ist, ob sich was verändert hat. Ob es dann meinetwegen heute langsamer ist als gestern oder eigentlich wie immer. Und muss man vielleicht noch weitersuchen, woran es liegt. Und wie gesagt, fachliche Metriken kann ich eben auch mit reinnehmen, wenn ich dieses AddTime zum Beispiel reinnehme und mitzähle, wie oft sich jetzt ein Nutzer eingeloggt hat, wie oft eine Überweisung gemacht wurde, wie oft, ja, was auch immer in euren Unternehmen so wichtig war, wie viele Leute sich angemeldet haben zum Easter Hack. Genau. Das war erstmal Metriken, Graphen daraus machen. Es kamen so wenige Fragen. Gerne auch mehr Fragen. Da war eine Frage. Okay. Du hast jetzt viel diese, ich glaube, Prometheus Query Language gezeigt. Ja. Das Interface, ich habe mich mal vor einem halben, dreiviertel Jahr mit Prometheus ein bisschen beschäftigt, seitdem ist ein bisschen aus den Augen verloren. Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen benutzerfreundlicher, wenn man zum Beispiel in einem Team das einführen möchte und nicht jeder diese PQL vollständig lernen und verstehen will? Weil ich habe manchmal Probleme, ganz simple Dinge zu modellieren in dieser Sprache, ja. Die bei Nagios zum Beispiel relativ simpel abgedeckt werden mit halt einem Custom-Script. Ja, also die Hürde für die Abfragesprache ist manchmal echt hoch. Also wenn man mal gesehen hat, wie viel Prozent meiner CPU ist eigentlich ausgenutzt, wenn man sich halt diesen Ausdruck anguckt, der zeigt, dass es geht, der zeigt aber auch, dass man sich vielleicht einen Moment damit beschäftigen muss, leider. Es gibt dafür aktuell keine Point- und Click-Oberfläche, wo man das gut machen kann. Also wenn man Richtung InfluxDB guckt, da gibt es zum Beispiel für Grafana, da kann man sich seine Formeln besser zusammenklicken, Stand heute. Es gibt demnächst ein Frontend Weave Cortex, die bauen gerade die Möglichkeit, dass man die Informationen, die
so eine lokale Prometheus-Instanz gesammelt hast, man die wegschickt zu einer reinen Auswertungsinstanz wie Cortex. Und die haben eine schöne Web-Oberfläche gebaut, die noch ein bisschen mehr Vervollständigung beim Tippen hat. Die wandert vielleicht in, wird vielleicht auch Open Source, wird vielleicht auch Teil der Cloud Native Foundation an der Stelle, wird vielleicht contributed, müssen wir vielleicht mal beobachten. Und dann kann ich vielleicht einfach tippen und dann kriegt die automatisch die Metriken vorgeschlagen. Was auch ein Stück weit fehlt, ist, ich kann mir zwar, wenn ich die Metrik direkt abfrage, habe ich diese Hilfetexte gehabt und auch den Typ, ist es ein Counter, ist es ein Gauche. Das habe ich aber aktuell in der Web-GUI von Prometheus nicht mit dabei. Was auch schade ist. Das Einzige, wo mir die Web-GUI hilft von Prometheus, ist rauszufinden, welche Metriken es denn überhaupt gibt. Und dann kann ich sie explorativ mir anschauen. Aber gerade das Zusammenfassen, Average, Sum, Rate, I-Rate. Naja, es gibt eine Homepage, die deutlich besser geworden ist, denke ich, in den letzten Monaten, weil da sehr viel mitgeschrieben wurde. Teilweise einige auch Technical Writers sich darum gekümmert haben, die Funktionen, die man zur Verfügung hat, besser zu beschreiben, auch ein paar Beispiele da rein zu machen. Das hilft. Aber es ist noch ein bisschen Bleeding Edge, glaube ich, an manchen Stellen, die Sachen zu formulieren. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, war ein bisschen lang, aber... Ich bin jetzt nicht so der Developer, deswegen kommt meine ganze Frage vom anderen Rand. Okay. Und zwar, wie schaut's denn aus mit Engines, die andere Lösungen monitoren, wie SNMP-Abfragen auf Netzwerkgeräte, wie was man halt sonst noch so alles lustig monitoren kann, Hardware-Daten von Temperaturmessungen oder sonstiges. Okay. Also es gibt quasi, also kann ich vorsichtig sagen, es gibt eigentlich für fast alles einen Exporter, einen fertigen Exporter. Also es gibt einen SNMP-Exporter, weil du SNMP angesprochen hast. Es gibt einen, wenn man eine MySQL-Datenbank betreibt, einen fertigen MySQL-Exporter. Ich habe jetzt nicht alle Exporter im Kopf, ich bin, glaube ich, gerade auch nicht online. Aber auf der Homepage selber gibt es ein Verzeichnis mit allen Exportern, die es fertig gibt. Das sind in der Regel dann auch Go-Binaries. Oder manchmal sind auch die Anwendungen schon fertig instrumentiert, dass sie direkt die Möglichkeit haben, das anzuschalten, dass man über eine URL sich die Metriken so abgreifen kann. Ja. Super, danke. Bitte. Gibt es schon eigentlich irgendwas Fertiges für das Alerting, so eine Art Machine Learning da drauf, das in irgendeiner Form in der Lage ist, mir Grenzwerte automatisch zu generieren? Mhm. Also ich kenne das halt, wenn man so ein Monitoring-System hat, hat man irgendwie schnell 1000 Metriken drin, aber es ist immer schwer drauf zu gucken und zu sagen, wie sollten die im Normalbereich aussehen? Da wäre es ja fein, wenn man das eine Woche oder zwei Wochen im Normalbetrieb laufen lassen könnte und danach könnte man sagen, okay, sag mal automatisch Bescheid, wenn sich jetzt ein Wert total anders verhält, als er es in den letzten zwei Wochen getan hat. Mhm. Finde ich eine prima Überleitung zur nächsten Folie. Ich mache mal ein bisschen weiter, hole ein kleines bisschen aus. Am Anfang hat man vielleicht gar keine Alerts aktiviert. Wie du sagst, man lässt mal zwei, drei Wochen laufen. Und die gleichen Abfragen, die wir gesehen haben, kann man eben auch für Benachrichtigungen verwenden. Und ich kann dann nach dem Motto, wenn hier der Platz auf der Platte voll wird, also in diesem Fall über 70% läuft, dann möchte ich, und das länger als 5 Minuten, dann möchte ich eben eine entsprechende E-Mail rausschicken, eine Benachrichtigung. Und diese Ausdrücke, die ich hier reinschreibe, also dieses zwischen dem If, diese kann ich eben dann in mein Prometheus reingeben und mal gucken, wie oft hätte der denn angeschlagen. Ich habe es also 2-3 Wochen laufen lassen und gucke, naja, hätte der jetzt einmal angeschlagen, hätte der 100-mal angeschlagen, soll ich die vorher testen können, bevor ich sie eben ins Alerting mit reinnehme. Prometheus und der Alert-Manager von Prometheus machen sich an der Stelle ein Stück weit einfach. Es kümmert sich eigentlich nur darum, Alerts zu generieren und auch zu sagen, an welche Gruppe der Alert gehen soll. Und überlässt dann das weitere Alerting anderen Tools, PagerDuty oder was auch immer man da eben gerne nutzt oder ungern nutzt. Ich habe mehr die Entwicklerbrille auf, ich mache damit keine Lasttests und andere Sachen. Andere haben jetzt Alerting per E-Mail aufgesetzt, E-Mail-Gruppen kann man damit auf alle Fälle so konfigurieren, ohne groß
reinzugehen. Schichtpläne wäre es, glaube ich, zu viel an der Stelle, würde man wahrscheinlich eher in einem anderen Tool machen. Genau. Vielleicht vom Betrieb her ist es so, um so ein Prometheus aufzusetzen, man macht es wirklich genau ein Node, auf dem man installiert, es wird eben nicht geclustert. Der Storage ist komplett lokal, cached relativ viel im RAM, sodass man jetzt nicht irgendwie beim Clustering was falsch macht oder der Cluster das komplizierte Storage irgendwie verrückt spielt und dann das ganze Monitoring gerade mal nicht funktioniert, weil es halt viel zu kompliziert war. Dann würde man im Zweifelsfall lieber zwei Prometheus nebeneinander laufen lassen, die dann das gleiche Alerting triggern. Und das Alerting dafür sorgt, dass es nur einmal rausgeschickt wird, das Alerting. Dass man eine Hochverfügbarkeit über mehrere Prometheus-Instanzen nebeneinander hat. Und die scrapen auch dann unabhängig voneinander die ganze Umgebung, sodass sie echt, ja, also echt HA sind und ohne shared nothing. Außer, dass sie den gleichen Alert-Manager vielleicht dann triggern. Dann kann es natürlich passieren, dass sie auch unterschiedliche Sichten auf die Welt haben, weil sie nicht immer zum gleichen Takt die Sachen abgefragt haben. Aber na gut, dafür ist man dann eben HA. Das irritiert mich. Also du fragst jetzt, ob man die Exporter zweimal haben muss für eine Hochverfügbarkeit. Den Exporter nicht mal zwingend, aber den Monitoring-Host, wenn der halt nicht geclustert wird, ein zweites Mal hinzustellen. Die arbeiten unabhängig, aber wir fragen immer noch den gleichen Exporter dann eben zweimal an. Ja, also der Exporter ist ja genau da, genau auf dem Ding, das du auch monitoren willst, auf dem Node selber. Und wenn der Node abraucht, dann kann keiner mehr darauf zugreifen, ist der Node nicht mehr da. Wenn du ihn als Teil deiner Anwendung hast, dann entweder antwortet die Anwendung oder sie antwortet nicht. Das heißt, du hast die gleichen Exporter in der HA-Umgebung, aber zwei Prometheus, die auf die gleichen Exporter, auf die gleichen Ports, auf die gleichen IP-Adressen draufgehen. Ja, vielleicht stört mich auch einfach nur, dass das unglaublich unelegant klingt, dass man einfach mehrere Nodes starten soll, damit Prometheus ein bisschen Ausfallsicherheit bekommt. Ja, nur für den Prometheus-Server starte ich zwei Nodes, also zwei komplett, also ich möchte sie gerne unabhängig haben. Wenn ein Monitoring-Server nicht da ist, mit seiner Platte nicht da ist, mit seiner CPU nicht da ist, dass ich ihn komplett autark nebendran starte, shared nothing. Ja. Na gut. Okay. Aber das ist zumindest der Ansatz. Deshalb ist ein paar Sachen ganz anders, als man es vielleicht von anderen Monitoring-Systemen kennt und vielleicht auch machen würde. Gut, jetzt habe ich mein Alerting auch drin. Ich kriege E-Mails oder Pager-Calls. Genau. Also ich sag mal, für Entwickler ist es eine prima Sache. Oder vielleicht gab es noch eine Frage da hinten. Ah. Der Herr im schwarzen T-Shirt mit der rosa Schrift, die ich nicht lesen kann. Kann ich so ein Alert eigentlich auch mit einer Rate von Änderungen definieren? Also dass ich sage, wenn innerhalb von einer Stunde die Festplattenbelegung um mehr als 5% zunimmt, dann alerte mal, weil dann ist das irgendwas Ungewöhnliches. Genau, du kannst auf eine beliebige Formel auch um die Erhöhung über eine gewisse Zeit kannst du ein Alerting machen. Du kannst dann auch, es gibt so ein paar statistische Vorhersagealgorithmen, die man da machen kann, um so eine gewichtete Prognose zu machen, wenn es denn jetzt so weitergeht und man die neueren Werte ein bisschen höher gewichtet als die alten Werte, wo man dann landen würde in kürzer Zeit. Solche Berechnungen kann man eben auch mitmachen und dann ein Alerting genau auf sowas einstellen. Und das ohne, dass ich jetzt irgendwie eine neue Metrik definieren muss für die Festplattenbelegungsveränderungsrate oder sowas in der Art, sondern ich kann das... Du machst keine neue Metrik dafür, das ist einfach eine Formel in Prometheus, die du so einfach eintippst oder ausprobierst, bis sie funktioniert und dann geht das. Was passiert denn, wenn für eine Metrik eine gewisse Dimension plötzlich verschwindet? Also ein Netzwerkinterface ist weg oder ein Mountpoint verschwindet. Gibt es dafür Alerting? Habe ich so noch nie aufgesetzt. Muss ich leider passen an der Stelle. Du kannst gucken, ob Sachen stale sind. Das könntest du gucken. Stainless Alert, also da kam lange keine Metrik mehr zu dem Setting. Habe ich aber so noch nicht gemacht.
müsste ich selber ausprobieren. Du hattest noch Libraries erwähnt, um Programmiersprachen wie Java, Go und sowas einzubinden. Wie würdest du denn so das Feature-Set zu den kommerziellen Tools wie Datadog oder New Relic vergleichen? Ist das ungefähr auf Augenhöhe oder? Also New Relic ist, glaube ich, nur in der Cloud und nicht on-premise oder in dem, ich weiß nicht, ob man dann noch mehr zahlt, sonst alles in der Cloud ist. Ja, man wird die Sachen bei sich lokal, was ganz angenehm ist. Du hast hier kein Tracing, also aus Systic oder so. Das macht dir ein echtes Tracing und Nachverfolgen und Metriken sammeln von Anwendungen, die du nicht instrumentiert hast. Das ist hier quasi so ziemlich das Gegenteil. Ich versuche mit möglichst wenig Overhead und möglichst ohne wenige automatische Instrumentierung mit Metriken, die ich selber definiert habe, die Sachen rauszuziehen. Ich kann damit ähnliche Sachen machen, ich kann sie vielleicht mit weniger Overhead machen, aber ich muss auf alle Fälle mehr Gehirnschmalz reinstecken und es vielleicht richtig oder die Metriken gleich in meine Anwendung einbauen, um sie abfragen zu können, als dann mit New Relic so ein bisschen Magie loslaufen zu lassen und dann wird es schon irgendwie was rausziehen, was dann vielleicht passt. Die Magie gibt's dann nicht. Okay, danke. Das ist der große Unterschied. Gut, ich bin noch heute Abend da. Ich würde, da wir noch 10 Minuten haben, bis das nächste anfängt, sozusagen noch eine kurze Abschlussfolie an der Stelle. Also, es ist echt, naja, Friendly Tech, sag ich mal. Ein Kollege fragte mich, naja, ab wann lohnt es sich denn, so ein Monitoring aufzusetzen? Ich meine, naja, wenn du eigentlich irgendwo eine Platte hast, auf einem Server, die du monitoren willst, mach's. gerne auch mit Prometheus sollte man natürlich gucken, dass man vielleicht den RAM-Bedarf ein bisschen runterschraubt, sonst wird einfach viel zu viel RAM auf der Kiste wegnehmen. Hast ein paar schöne Grafiken, hast ein Alerting und du musst nur ein Binary und ein oder zwei Konfigurationsdateien hinkopieren. Das ist eine feine Sache. Wenn man jetzt so ein bisschen größer denkt und sagt, naja, man hat Teams, die dann mehrere Anwendungen haben. Also ich finde es prima, wenn jedes Team sein eigenes Prometheus kriegt. Da können die selber mit den Metriken reinschicken, die sie gerne haben wollen. Können ja ihr Grafana drauf loslassen, ihre eigenen Dashboards bauen. Sie können vielleicht auch mal Metriken von den Nachbarsystemen abgreifen, um die dann mit ins eigene Dashboard reinzuziehen und das sehr dynamisch zusammensetzen. Und naja, es ist Coder-Friendly, zumindest für die Konfiguration. Man kann es lokal ausprobieren, ob denn die Metriken so funktionieren, dass man sie rausgeben kann. Und wie gesagt, wirklich einfach einzurichten. Wenn man halt ein paar aussagekräftige Metriken reinnehmen will, muss man halt schon noch was an den Anwendungen machen, um die zu exportieren. So Magie à la New Relic ist dann eben nicht. Aber wie gesagt, wenn wir alle Cloud-Native-Anwendungen bauen, klappt das ja bestimmt. Gut, dann sage ich danke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und für Fragen bin ich noch da.